Starke Kinder, starke Zukunft. Der Podcast für Eltern, Pädagogen und Trainer, die Kinder stärken wollen, damit sie sich super entwickeln und zum Fels in der Brandung des Lebens werden. Hello, hello, hello again. Ich sag einfach hello again. Ja, du, ich möchte dich heute noch sehen, da wo alles begann. Hey Jana, wie geht's dir? Hey Daniel, mir geht's sehr gut. Wir sind hier in Wiesbaden im Leger Hotel Taunusstein, haben hier gerade gesprochen bei der Brave Love Mastery vom Kerem. Da waren wir letztes Jahr auch schon, da war es in Köln. Da haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt, spannenderweise. Und ja, lustige Geschichte. Heute sind wir wieder hier und hatten einen tollen Vortrag. Jana, wie war deine Woche? Meine Woche war wie immer sehr aufregend und ereignisreich und voller Erfahrung und voll viel Platz habe ich gefunden, um mich weiterzuentwickeln wieder. Also wir haben uns ein ganz schönes Stückchen weiterentwickelt. Cool. Weißt du, ich habe doch in dem einen Podcast mal gesungen, rechts sind Bäume, links sind Bäume und dazwischen Zwischenräume, wo die Großen stark auch ohne Muckis Menschen spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Du bist ja eher so einer, der jetzt so, kannst ja mal erzählen, man musste sich immer bewerben bei stark auch ohne Muckis, um so ein Leading-Partner zu werden. Ja. Und da habe ich dich ja als Geschäftsführer beschrieben. Ja, du hast geschrieben, ich bin Geschäftsführer von einer Horde Bullen, die Büffel waren. Büffel, also ich wäre der Anführer einer Büffelhorde, die einfach Herde, die einfach so durch die Welt marschiert und links und rechts machen wir auch mal was kaputt und irgendwer bricht auch mal aus der Herde raus, aber am Ende ist diese Herde mit einem solchen Tempo unterwegs und vorne ist der Oberbüffel unterwegs, Daniel Dudek. Und du hast gesagt, ich bin deine weibliche Doppelgängerin und ich sollte auch dabei sein in dieser Büffelherde. Ja, und jetzt bist du dabei. Ja, ich habe halt gesagt, es gibt Phasen, da rennen die Büffel einfach los und es ist wirklich so, alles wird umgescheppert. So. Das ist wirklich ein Bild der Büffel. Und dann werden sie aber wieder so, kriegen sie halt den Weg wieder vorgegeben. Also sie kriegen wirklich so die Leitplanken. Dann sind die Büffel ganz entspannt. Ja. Cool. Und in welcher Phase bist du jetzt gerade? Bist du eher so, betreibst du die Büffel oder bist du eher so? Jetzt gerade werden die Büffel ein bisschen entspannt, im Sinne von, jetzt sind wir ordentlich getrabt wieder und gerannt und jetzt muss mal einmal ein bisschen geschaut werden, dass alle ein bisschen zur Ruhe kommen und ein bisschen Prozesse nachgezogen werden und so weiter und so fort. Weißt du, aber das Bild, wie du ein Unternehmen so führst, hat sich ja jetzt auch noch zu diesem, also das ist das eine Bild, aber das andere Bild ist ja das LKW-Bild. Kannst du das vielleicht einmal kurz? Ja, das LKW-Bild versteht ja kaum einer. Ich möchte das LKW-Bild ein bisschen vor mir herschieben. Kannst ja das und so als Lebensbild. Als ein Geheimnis hier aufbauen, was wir irgendwann lüften werden. wir gucken mal, wann das LKW-Bild Platz findet. Die Büffelherde ist erstmal ein sehr stimmiges Bild. Und über LKWs reden wir, wenn die Zeit reif ist für LKWs. Und dann spannst du den Bogen zur Kommunikation. Ich spanne den Bogen, dann weiß ich noch nicht, wo ich ihn hinspanne. Jetzt gerade sage ich einfach mal so, Seifengerüst. Seifengerüst, denn stimmt. Wir sind in dem Hotel wieder, Jana, wo wir das letzte Mal waren, als du das Seifengerüst kennengelernt hast. Für die Stammhörerinnen und Hörer unter euch, wir sind in demselben Hotel wieder mal. Ja. Wo Jana das Seifengerüst gefunden hatte. Und es ist immer noch gleich scheiße. Jetzt ist mir aufgefallen, es ist hoch und man muss da so komisch dran drücken, das stimmt schon. Und die Seife fällt häufig, wenn man die Hand runterhält, auf den Unterarm. Das ist richtig doof. Also es spritzt ein bisschen zu fest da aus dem Seifengerüst raus, kann man sagen. Also naja. Ist gar nicht möglich, damit überhaupt klarzukommen. Ja, voll. Also, reden wir. Weil das heißt, wenn sie es so hoch machen wollen, dass du deine Haare da drunter. Ich weiß auch nicht, das stimmt. Vielleicht denken die, man soll sofort auf sich drauf das machen oder so. Es ist einfach wirklich. Habe ich doch recht gehabt, oder? Es ist komplett. Liebes Leger Hotel im Taunusstein, sollte das irgendjemand von euch hören. Ihr seid ein gastfreundliches Hotel, ein super Hotel. Wir fühlen uns mega wohl. Aber euer Seifengerüst ist absolut falsch montiert.
Niedriger. Das einfach. Muss echt niedriger. Also ich weiß, sie wollten, dass man sich das direkt so ins Haar oder Gesicht irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber naja. Beim ersten Mal konntest du da gar nichts mit anfangen. Voll nicht, jetzt habe ich es verstanden. Jana, ich würde dir gerne eine Frage stellen. Und zwar möchte ich dir folgende Frage stellen. Immer mal wieder hört man ja von Matt, nee, ich stelle noch nicht die These in den Raum, ich frage dich einfach, Jana, bei dir scheint es immer alles so rund zu laufen und du baust deine Selbstständigkeit, dein Business, deine Abteilungsleitungsrolle, deine Rolle als Trainerin bei Starke Runde Muckis und in der Spiel- und Sport- und Spielakademie. Bei dir läuft immer alles so leicht und das ist immer alles so rund und da gibt es irgendwie nie Probleme. Wie machst du das, Jana? Oh, gute Frage. Also erstmal nehme ich mich selbst gar nicht so für zu voll und ernst und alles für mich ist einfach gar nicht so wirklich ernst. Ich habe super viel für mich Spielräume dazwischen. Weißt du, ich bin auch ein Mensch, wo ich einfach alles, was in mein Leben kommt, ist für mich ein Angebot. Das nehme ich an. Also erstmal nehme ich es auf, dann nehme ich es an und dann öffne ich mich dafür, das zu bewältigen, wie ein Kind, das durch einen Spielprozess geht. Das ist ein Geheimnis. Und das ist einfach super, super einfach auch zu lernen, weil man weiß ja nie, keiner kann dir sagen, wie was geht. Kein Mensch dieser Welt kann in dein Leben kommen und sagen, das machst du so und so und an der Stelle hast du so zu reagieren. Und wenn dieses Gefühl in dein Leben kommt, dann wendest du diese Strategie an, sondern du kannst dich nur in einem flexiblen Raum und Rahmen bewegen für dich selber mit all deinen Erfahrungen, die du gemacht hast und alles das, was du natürlich für dich schon verinnerlicht hast, desto einfacher wird es. Also es ist ja auch eine Übungskette. Letztendlich ist es ein Training, was ich absolviert habe für mich selber in meinem Leben. Ich habe natürlich auch Höhen und Tiefen gehabt, vor allem auch wirkliche Tiefen. Und da habe ich mich rausgespielt und habe das auch als riesen Spielfläche gesehen, an diesen Herausforderungen zu wachsen und habe daraufhin dann natürlich Verhaltensstrategien entwickelt, wo ich weiß, so komme ich super schnell aus anstrengenden Situationen heraus, da kann ich für mich komplett ausblenden. Also ich war mal vor kurzem mit so einem Menschen feiern, der hatte so ein T auf der Stirn stehen und das war super unangenehm. Und das war auch echt in dem Moment einfach nur, also wirklich, wirklich herausfordernd. Ich kann mir dann aber in so Momenten auch sagen, was habe ich jetzt davon, wenn ich da jetzt reingehe? Morgen sieht die Welt komplett anders aus. Und manche andere Leute sehen die Situation vom Außen sogar auch nochmal an. Das ist ja auch nochmal spannend. Ja, manche sehen die auch nochmal anders. Super, dass du das sagst, weil jeder nimmt ja eh auch alles anders wahr, aber ich bin in dem Moment auch so, also für mich war das, da war dieser eine Typ, der hatte so ein dickes T auf der Stirn stehen und der war einfach wirklich einfach ein Spast. So, und ich habe mir dann gesagt, okay, was soll ich jetzt tun? Ich konzentriere mich einfach auf mich, ich bleibe bei mir und dann habe ich halt mich auf mich komplett eingelassen und ich wusste, dass das zum Thema wird, aber zu dem Zeitpunkt kann man ja auch manchmal gar nichts verändern oder auch gar nicht bewegen und die Dinge dann auch einfach annehmen und dann auch ein Stück Zeit dazwischen laufen lassen, das ist, glaube ich, was super Wertvolles und das ist etwas, was ich einfach habe. Ich habe eine super starke Fähigkeit, Zeitfenster zwischen Erfahrungen aufzumachen oder zwischen so zeitlichen Abläufen aufzumachen, wo überall kann ich wie so, das ist wie so eine Tastatur des Lebens, die ich bediene, wo ich sage, da drücke ich kurz auf Pause, da mache ich kurz einfach ein bisschen schneller, da überspule ich ein bisschen was, weil das, da muss ich jetzt gar nicht groß ins Gefühl gehen und so bediene ich einfach so, das ist wie so ein, ja, wie so ein Kontinuum, eine Tastatur mit eigenen Tasten. Bei dir läuft immer alles rund? Nö. Aber ich weiß ja, welche Taste ich drücken kann. Weil die Sache ist ja die, ich will auf folgenden Punkt hinaus, Menschen schauen sich manchmal, ich erlebe das auch bei mir, die gucken in mein Leben und sagen, der kann das ja alles, weil bei dem gibt es keine Probleme und bei dem läuft alles rund und da ist immer alles leicht. Und das ist einfach kompletter Nonsens. Das ist einfach absoluter Quatsch. Es ist ja überhaupt nicht immer alles leicht.
Aber wenn man aufhört zu glauben, man kann Dinge nur dann erreichen, wenn sie leicht sind, und man wird aufgehalten, wenn es schwer ist, dann ist das alles nicht mehr das Thema. Denn wenn ich glaube, bei mir geht ja dieses und jenes nicht, weil bei mir ist es ja anders und ich bin ja ein Unicorn und wir sind ja alles irgendwie kleine Einhörner mit Besonderheiten, dann ist es natürlich so, dass gewisse Dinge schwer sind und nicht vorangehen. Wenn man aber mal aufhört zu glauben, seine eigenen Themen sind so unique, also so einmalig, und einfach erkennen, warte mal, alle Menschen haben irgendwie am Ende dieselben Themen. Sie haben Zeitdruck, sie haben Zeitstress, sie haben Themen im Zeitmanagement, sie haben vielleicht innere Blockaden, sie haben vielleicht Selbstsabotagezüge, sie haben vielleicht Themen mit der Ernährung, sie haben vielleicht Themen damit, dass sie nicht beweglich sind im Kopf und im Körper, sie haben vielleicht Themen mit Konflikten und Kommunikationsdefizite, sie haben vielleicht Glaubenssätze zum Thema Erfolg, die sie eindämmen. Und wenn man einfach mal merkt, aber warte mal, am Ende kann man es runterbrechen, wir alle haben dieselben Themen und Herausforderungen. Dann gibt es ein paar Ausschläge in manche Richtungen, wo man sagt, das sind wirklich dann auch traumatische Erlebnisse, die klammern wir jetzt mal ein bisschen aus. Wenn wir auch mal so die normalen Herausforderungen des Lebens nehmen. Kinder werden krank, man wird selber krank, auf einmal ist da irgendwie, keine Ahnung, fallen Dinge aus, man muss, also es passiert die ganze Zeit irgendetwas. Wenn man aber glaubt, bei einem selber ist das ja immer super besonders und bei anderen, die vielleicht dieselben Probleme haben, ist das immer alles leicht, dann sabotiert man sich einfach nur selber. Und ich wollte einfach nur darauf hinaus, weil ich glaube, Menschen, wenn sie dich von außen betrachten, glauben immer, auch in unserer Community teilweise, dass bei dir ist das immer alles leicht, weil du hast solche Themen nicht. Und bei mir ist das immer alles leicht, weil, als Beispiel, der Daniel konnte zum Beispiel gut erfolgreich werden, weil der hatte eine Frau, die sich um alles kümmert. Als Beispiel. So, und wenn man mal hinter die Kulisse geguckt hat, stimmte das ja nur zum Teil. So, das heißt also, natürlich hat sie sich um super viele Sachen gekümmert und mir den Rücken freigehalten ohne Ende. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass ich quasi nicht trotzdem irgendwelche Dinge leisten musste. Was ich also sagen möchte, gerade wenn es jetzt auch ums Thema Selbstständigkeit geht, erlebe ich aktuell in der Community ein bisschen so diesen Punkt, die einen, die haben es leichter, selbstständig zu sein, weil zum Beispiel, da hält der Mann denen den Rücken frei. Also zum Beispiel ist dann eine Frau in der Ausbildung und deren Mann ist zu Hause und sie muss sozusagen dann die Selbstständigkeit nur aufbauen, weil der Mann sich ja um alles kümmert. Und dann guckt man mal näher rein und merkt, das stimmt ja gar nicht. Der Mann macht ja nicht alles und der ist ja nicht komplett da. Trotzdem ist man ja abends bei den Kindern. Trotzdem probiert man ja am Wochenende Zeit zu haben. Trotzdem hat man ja auch noch Dinge des täglichen Alltags zu leisten. Worauf ich also hinaus will, ist, natürlich haben manche Menschen bessere Voraussetzungen. Also ich, ne, meine Ex-Partnerin hat mir natürlich super viel den Rücken freigehalten, zeitlich. Super, super viel. Bin ich auch super dankbar für. Haben wir auch viel drüber geredet. Aber es heißt ja nicht, dass ich deswegen, nur weil ich an der einen Stelle Zeit freigehalten bekomme, keine Themen habe, um die ich mich kümmern muss, die außerhalb des Berufes liegen. Man ist ja deswegen jetzt nicht 24 Stunden nur selbstständig. Und worauf ich halt hinaus wollte, ist, auch der Community wieder ein bisschen Mut zu machen. So, ja, Leute, natürlich haben manche Leute bessere Voraussetzungen. Aber dieses Thema, weil der eine bessere Voraussetzung hat, fällt es dem leicht und ich muss ja strugglen und bei mir ist es schwer und ich komme nicht voran, ist halt einfach nur eine Ausrede. Du musst halt einfach dein Spiel spielen und aufhören, auf das Spielfeld der anderen zu gucken. Du hast nicht jemanden, der dir den Rücken frei hält. Form dein Spielfeld so, dass es besser funktioniert, oder lerne noch virtuoser auf deinem Spielfeld zu spielen. Der Tennisspieler wird sich auch nicht beschweren, dass das Spielfeld zu klein ist. Der wird sagen, ich muss innerhalb meines Spielfelds gut spielen. Oder anders gesagt, wenn ein Tennisspieler auf ein Squashfeld geht, wird er sich nicht beschweren, dass da eine Wand ist. Dann wird er sagen, ich bin Sportler, ich passe mich an das Spielfeld an. Ich passe mich an, ja. Das ist schön, dass du das sagst, weil da ist gerade währenddessen du gesprochen hast, bei mir ja auch super viel abgelaufen. Und ich habe ja eine große Fähigkeit, einfach so in die Zukunft zu blicken. Und dann baue ich mir das auf, was ich in der Zukunft haben will. Und das sehe ich dann einfach. Und alles, was im Hier und Jetzt stattfindet, das ist immer nur eine Reaktion auf das, was kommt in dem Moment. Also das ist ein Wechselspiel. Also ich bin halt super selten in der Vergangenheit, bis gar nicht. Also ich bin eigentlich nie in der Vergangenheit. Es sei denn, es sind schöne Erlebnisse, die ich mir nochmal hochhole. Ich habe da aber auch gar nicht so viel so, oh, Fotos, Erinnerungen, das muss ich alles angucken und dann immer wieder zurückgehen, sondern ich bin super viel im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Und je nachdem, was um mich herum passiert, ist das für mich alles ein Spiel. Also ein Spiel im Sinne von, es bewegt sich. Es kommt jemand plötzlich beim Einkaufen daher und fängt an zu schimpfen. Und dann ist der total angestrengt. Und ich denke mir dann so, okay,
da kann ich lachen, dann bewege ich mich drumherum, dann kann ich den Menschen dahinter aber auch sehen und frage mich dann so, wo kommt der her? Und dann baue ich mir dazu Bilder auf und dann kann ich einfach da auch spielerisch so reingehen und das einfach annehmen und mir dann dazu Geschichten überlegen und weitere Geschichten gestalten und dann ja auch Erlebnisse gestalten. Und das ist einfach so was ganz Schönes auch. Und das macht natürlich vieles leichter, weil wenn du dir immer, viele sind ja auch in der Zukunft, aber immer mit der Frage, was wäre, wenn das nicht klappt, was passiert dann? Also dieses für mich ja immer hätte Herrentoilette. So, das weißt du doch jetzt nicht, was dann passiert, sondern guck doch, was in dem Moment gerade alles so läuft und dann reagierst du wirklich so, dass du im nächsten Abschnitt dann schon diesen Erfahrungswert wieder hast und den nimmst du mit und passt den auf deine nächste Handlung an. Und somit ist das eine Aneinanderreihung von Mini-Erfahrungen, die dich in eine super stimmige, sichere, selbstwirksame Handlung überführen. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat das mit Kinderstärken zu tun? Ganz einfach. Wir alle haben unsere Herausforderungen, jeder. Die gerade in die Selbstständigkeit gehen in unserer Ausbildung, haben da ein Thema. Das ist herausfordernd an manchen Stellen. Andere haben vielleicht ein Thema damit, dass sie in ihrer Familie quasi auch davor stehen, dass gewisse Beziehungen vielleicht sich verändern werden. Andere wiederum stehen vielleicht an einer Stelle, dass sie beruflich eine Veränderung haben. Wieder andere stehen an einer Stelle, dass sie vielleicht irgendein Familienmitglied pflegen müssen. Jeder hat seine Herausforderungen im Leben. Wenn man aber immer glaubt, seine eigenen Herausforderungen sind so unique und so viel schlimmer als die der anderen, dann ist man nicht bereit, sich an das Spielfeld anzupassen, weil man ja immer glaubt, man selber hat es so viel schwerer. Das ist wie ein Sportler, der auf dem Platz die ganze Zeit nur darüber redet, wie scheiße das Spielfeld ist, anstatt zu sagen, naja gut, aber ich spiele ja nun mal jetzt auf diesem Spielfeld, also lerne ich in diesem Spielfeld zu spielen und guck nicht, ob andere ein besseres Spielfeld haben. Deine Kinder kommen ins Leben und du kannst auch denen einfach zeigen, so pass mal auf Mike, pass mal auf Susanne, pass mal auf Kerem, pass mal auf Ehren, pass mal auf, Svenja. Ja, es ist so, du hast jetzt gerade vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, weil XY in deinem Leben ist. Aber das ist dein Spielfeld. Pass dich an dein Spielfeld an und nimm es sportlich, anstatt die ganze Zeit darüber zu reden, dass andere Menschen ein besseres Spielfeld haben. Du wirst kein besseres Spielfeld in diesem Moment bekommen, wenn du nörgelst. Du wirst aber besser auf deinem Spielfeld, wenn du die Herausforderung annimmst. So, Jana. Ja. Was ist deine Frage? Meine Frage ist, was hat also du bist ja Dortmund-Fan, das wissen wir alle, ne? Ja. Was hat eine Einstellung zum Verein mit dem Leben zu tun? Weiß ich nicht. Es ist Pommes einfach. Was weiß ich? Das ist eine spannende Frage. Was hat die Einstellung zum Verein mit dem Leben zu tun? Also wenn ich eine Einstellung zum Verein habe, dann committe ich mich ja für etwas. So, das ist eine Einstellung zum Verein. Also, weiß ich nicht, da kann ich jetzt tatsächlich mit der Frage gar nicht so viel anfangen. Was hat die Einstellung zu meinem Verein? Was wünschst du dir von deinem Verein? Ja, dass sie gewinnen und dass sie gute Spiele abliefern und dass sie zusammenhalten und so weiter und so fort. Aber ich wünsche mir jetzt ja nicht für mein Leben. Was so gibst du da rein, dass das so ist? Also, was schenkst du diesem Verein? Ja, ich schenke denen natürlich Zeit und Aufmerksamkeit. Und worauf ich hinaus möchte, ist ja so eine Einstellung, die man manchmal im Leben hat zu einem Verein und Emotionen und was man sich da auch wünscht für so einen Verein, dass die siegen und dass die Meister werden und da auch natürlich auch die Herausforderung meistern, so eine Saison zu spielen. Da steckt ja auch super viel drin wieder. Und klar haben wir jetzt auch in den letzten... Ja, aber das ist ja dann quasi was für eine... Das ist aber meine Einstellung zum Verein ist ja nicht, dass die sozusagen die Saison... Ja, dass sie die Saison gewinnen. Okay, aber wenn ich jetzt quasi... Aber meine Einstellung zum... Also ich sag dir, warum ich stolpe über die Frage. Ob mein Verein gewinnt oder nicht, kann ich nicht bestimmen. Es ist also ein vollkommen im Außen liegender Bereich. Es ist nicht in meinem Machtbereich. Deswegen ist die Übertragung aufs Leben, finde ich, ziemlich schwierig, weil ich mein Leben niemals so gestalten würde, wie meine Vorstellung oder Einstellung zu einem Verein. Weil da kann ich nur Hoffnung reingeben, Vertrauen und anfeuern. Und ich kann vielleicht noch einen Vereinsbeitrag bezahlen und Trikots kaufen. Das war's. Dann liegt alles bei den Funktionären, bei der Mannschaft, bei den Leuten, die auf dem Platz stehen. Klar, die Fans feuern dann an, aber das ist ein großes Kollektiv. Da bin ich auch nicht alleine. Wenn ich alleine anfeuere und alle anderen schweigen, dann ist mein Impact recht gering. Ich würde mein Leben niemals so einem Zufall überlassen. Das Einzige, was dann vielleicht daraus abzuleiten wäre, ist, wenn man sein Leben lebt
wie man zum Beispiel seine Einstellung zu seinem Fußballverein lebt, dann würde ich sagen, ist man ziemlich lost in seinem Leben, weil man dann die ganze Zeit darauf warten muss, dass einen andere unterstützen, also man gemeinsam dann stark ist, weil man die ganze Zeit darauf warten muss, dass vielleicht andere die Verantwortung übernehmen und das Tor endlich schießen, weil dann andere die Entscheidung für einen treffen und ein guter Trainer sind. Aber ich würde in meinem Leben alles auf einmal machen wollen. Ich würde gerne der Typ sein, der mich anfeuert. Ich würde gerne der Typ sein, der die Entscheidung trifft. Und ich wäre gerne der Typ, der das Tor schießt, weil ich dann in meiner vollkommenen Eigenverantwortung bin. Und wenn ich das übernehme, meine volle Eigenverantwortung, und dann noch andere unterstützend da sind, dann ist alles geil. Aber ich würde niemals die Verantwortung so sehr abgeben, wie ich es ja muss bei meinem Verein. Also von da an, das wäre meine Schlussfolgerung. Ich würde niemals die Einstellung zu meinem Verein auf mein Leben übertragen. Ja, also deswegen, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, ist auch ein bisschen gleichzusetzen mit Kindererziehung, oder? Weil man will das ja so, sein Kind, man will da genau das Gleiche drin sehen, so dieses Meister das Leben und schaff alles und werd wirklich am besten Lebensmeister und immer Sieger sein und alles soll immer gut laufen. Aber irgendwie ist es ja dann auch, das ist, fand ich jetzt ganz schlüssig im Zusammenhang nämlich auch der Kindererziehung für mich. Also da wollte ich drauf hinaus, dass man das für sich eigentlich auf das Erziehungsmodell bei einem selbst so überträgt. Man hat halt seine eigenen Vorstellungen, was man sieht, aber kann es halt nicht überstülpen und vor allem auch vom Leben nicht erwarten, dass es denn so ist, sondern das Kind darf ja seine eigene Vereinskultur dann leben. So. Ja, das stimmt. Das heißt also, du möchtest damit sagen, dass Kinder anstatt der Fan lieber der Spieler sein sollten des Lebens. Ja, voll. Okay. Ja, das macht ja auch Sinn. Das würde ja aber bedeuten, dass wir aufhören würden, die Kinder in die beobachtende oder in die passive Rolle zu stellen und wir anfangen müssen, sie in die aktive Rolle zu stellen. Also nicht, ja, das Schulsystem ist doof, sondern ja, das Schulsystem ist nicht optimal und ich werde an einer anderen Stelle probieren, es zu verändern, lieber Markus. Aber solange das Schulsystem ist, wie es ist, lern das System von innen heraus so zu bespielen, dass du trotzdem glücklich bist. Ja, in deiner Clique gibt es gerade Probleme und da sind Leute, die echt Stress machen. Es wird sich vielleicht in deinem Leben nicht ändern, dass immer mal wieder Leute Stress machen. Also lernen dieses Spielfeld vernünftig zu bespielen. Und das ist volle und hundertprozentige Eigenverantwortung. Ihr Lieben, wir machen es heute mal ein bisschen kürzer, weil wir jetzt gleich noch wieder nach unten gehen zur Abendveranstaltung. Hier sind nämlich gleich die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Seminars unten in der Lobby. Hier wird nochmal gemeinsam Abend gegessen etc. Wir sind jetzt gerade einmal ja, von unserem Vortrag kurz nochmal in ein Gespräch gegangen mit dem Veranstalter, haben uns ein bisschen ausgetauscht, super viel Spaß gehabt. Jetzt nehmen wir den Podcast auf, werden uns noch einmal frisch machen für die Abendveranstaltung und dann geht's weiter. Jana Dibban ist parallel schon irgendwie beim BVB gelandet und scrollt auf einer Webseite des BVBs rum. Wahrscheinlich suchst du die Werte des BVBs oder sonst was. Ich wollte mal einmal kurz das Versprechen von Borussia Dortmund hier festhalten. Das könnte ja auch das Versprechen für euch sein. Für eure Kinder ja dann auch, weil also das ist natürlich, hier steckt drin, also Kinder stärken steht für Intensität, Echtheit, Bindungskraft und auch Ambition. Alles beim Kinderstärken hat eine intensive Wirkung und ist gekennzeichnet durch wirklich, also ne, hier wirklich das Versprechen zu geben, dass man das Beste gibt, dass man geradlinig und offen ist, dass man kämpferisch auch wirklich den Boden erdet. Also schön, dass der BVB das hier auf der Internetseite auch so toll wiedergibt, weil am Ende kann man das übertragen, aber genauso wie du es gesagt hast, ich finde es nämlich super spannend, wenn man die Kinder zum Spieler des Lebens macht und wenn man uns aber als Erziehungspartner den Kindern gegenüber dahinter halt einfach nur, wir sind halt der Wegbegleiter und dürfen da aber nicht übergriffig reingehen und nicht zu abhängig in unseren eigenen Vorstellungen entstehen. Also verstehst du das gerade? Das ist gerade zu weit gedacht. Also vielleicht war ich auch gerade zu weit unterwegs. Nö, ich verstehe das. Na dann. Wenn man das so macht, hat man ja auch eine enorme Anziehungskraft auf seine eigene Kindererziehung und auf seine eigene Methode. Weil die Vereine haben ja auch eine Anziehungskraft. Und wenn du dann dein eigenes Kind so begleitest, werd halt Fan von deinem Kind und lass es das Spiel, das Lebensspiel leben. Ja, aber jetzt verdrehst du es gerade, weil das, was du vorgelesen hast, ist das, was der Verein
quasi, was der Verein darstellt. Ja, beides darstellt, halt. Also jetzt bin ich ja das super, würde ja bedeuten, ist, ja, du müsstest als Elternteil das leben. Ich bin und dann schon einen Schritt weiter, Fan das würde den Podcast werden jetzt springen, weil es ja die Wechselwirkung von, also wenn du wirklich mal eine Vereinskultur gelebt hast, dann ist der Spieler ja auch in Abhängigkeit seiner Fans, also die ziehen sich gegenseitig an und je nachdem, was da halt aufkommt, wenn die Fans wegbrechen und sagen, alles scheiße, ihr habt so schlecht gespielt und ihr habt doch immer trainiert und hättet doch eigentlich das können müssen und so, dann ist man ja auch wieder in diesem, dann bricht natürlich auch der Vereins will, also dieser. Ja, übertrag das mal jetzt ganz konkret auf die Familie. Weil wenn du es aufmachst und sagst, du bist da so weit, dann geh da mal rein, weil das ist, glaube ich, für die Leute schon spannend, aber aktuell super abstrakt einfach. Okay, also dein Kind, also du hast quasi, die Familie ist ein Verein. So. Und man hat natürlich, man steht für Intensität, Echtheit, Bindungskraft und alles, was da so für eine Familie, die Meister wird im Leben. Darf ich einmal kurz reingrätschen? Für euch da draußen, das, was natürlich Vereine machen, ist, sie benutzen Worthülsen und schöne Marketing-Sprech. Das muss man jetzt auch einmal fairerweise dazu sagen. Wenn ihr das als Familie einfach nur so denkt, wir stehen für Intensität und Dynamik und sowas, fragt euch immer, woran erkennt ein dritter Außenstehender, dass eure Familie dynamisch und blablabla bla bla ist. Denn diese ganzen Dinge, die immer auf so Webseiten stehen, die klingen halt immer total schön. Der BVB steht für Echtheit und Intensität. Ja, woran erkenne ich jetzt aber als Dritter, dass der Verein für Intensität steht? Das heißt, man muss das ja an irgendwas bemessen können, damit man im Alltag danach handeln kann. Das heißt also, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, würde aber gerne einmal ergänzen. Fragt euch, was steht hinter diesen ganzen Worten, die man gerne für seine Familie vielleicht sehen möchte. Denn worum es ja eigentlich geht, was du sagst, ist, welche Werte will ich als Familie leben? Das ist eigentlich das, was du sagst. Ja, auch. Welche Werte will ich als Familie leben? Welche Werte will ich als Elternteil leben? Welche Werte dürfen die Kinder mitleben? Und wie kommen wir in diese Wechselwirkung aus? Die Werte, die wir leben, sind für uns gegenseitig anziehend und bereichernd. Mhm. Aber ein Wert wie zum Beispiel Ordnung ist eine Worthülse, die auf einer Webseite vielleicht schön klingt, aber das Kind wird Ordnung vielleicht völlig anders interpretieren als der Erwachsene. Und wenn ihr es als Familie angeht, und ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, weil führe den Gedanken bitte weiter aus, nur ich will einmal dabei helfen, wenn man diese ganzen Worte immer hier hört im Podcast, fragt euch, was bedeutet das für den Alltag? Denn Ordnung, Intensität, Dynamik liegt sehr im Auge des Betrachters. Und wenn wir als Familie Werte leben wollen, müssen wir abgleichen, was versteht man überhaupt darunter als einzelne individuelle Person der Familie oder des Teams oder des Vereins. So, jetzt wurde der Podcast zweimal unterbrochen von Telefonaten, die ich gleich eben zu Ende führen möchte, sofort. Wir waren bei Füllt die Worte mit Leben. Mhm. Jana, dann lass uns den Deckel drauf machen, dann kann ich nämlich noch die Telefonate mit den Kindern führen und dann gehen wir runter. Was möchtest du noch abschließend sagen? Man kann da, ihr seid ja einfach herzlich dazu eingeladen, da mal reinzugehen, weil am Ende hat man ja selber seine Werte auch und seine Werte-Hierarchie für sich. Was ist einem besonders wichtig in seinem Leben? Was steht wirklich über allem? Was ist das Allerwichtigste für mich? Liebe, Vertrauen und irgendwas. Und in der Familie kann man das ja auch mal aufmachen und dann für sich nämlich überlegen, was bedeuten denn wirklich die Worte dahinter. Hättest du einen Familienwert, der dir jetzt so gerade in den Sinn kommen würde und könntest den dann füllen? Ja, klar, Stärkung ist ein Familienwert. Stärke, dass unsere Familie halt stark durchs Leben gehen kann. Und das würde bedeuten zum Beispiel das, was wir erzählt haben letztens, dass wenn die Kinder mal alleine so eine Tour machen möchten zum Café del Sol und weiter, dann wird das erlaubt und nicht unterbunden. Wenn die Kinder probieren, alleine zum Spielplatz zu gehen, ab einem gewissen Alter, dann dürfen die alleine auf dem Spielplatz gehen. Wenn die Kinder sagen, ich will bitte die Milch, dass man sagt, ey, pass auf, du hast zwei gesunde Beine, hol dir halt die Milch. Das heißt also, im Alltag sieht man die ganze Zeit, dass den Kindern etwas zugetraut wird. Das heißt, ja, der Wert Stärke ist erkennbar dadurch, dass Kinder etwas alleine machen dürfen, aber manchmal auch müssen, um zu erkennen, dass sie selbst wirksam sind. Ja, super schön. Also, weil wenn du dann wirklich da für dich deinen Rahmen spannst und sagst, okay, das sind unsere Familienwerte und du hast das mit Leben gefüllt und du lebst es dann auch in einer Wechselwirkung zwischen Kind und Elternteil, dann kommt dir genau das Spiel auch in Gange. Das, ja. Und wenn du da selber für dich auch noch ein bisschen weiter reinblicken willst, dann kommst du am besten zu uns in die Ausbildung. Ja. Ne, dann kommst du in die Ausbildung und gehst auf starkehundemuckis.de. Sicherst dir dein Erstgespräch, um mit uns unverbindlich zu reden, ob die Ausbildung etwas für dich ist. Ob du danach in Kitas oder in Schulen gehst, ob du eigene Kurse hast, ob du
danach coacht, weil du nicht in die Trainer, sondern in die Coaching-Infrastruktur gehst, ob du mit Jugendlichen arbeitest, das ist alles erstmal gar nicht in Stein gemeißelt, denn dafür gibt es ja die Erstgespräche, dass ihr herausfindet, welche unserer Ausbildung ist die richtige für dich. Und wie haben wir das letztens gesagt, kommt zu uns, denn alle anderen Vereine sind, wie war das Ende letztes Mal nochmal? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr, aber es gab so ein lustiges Ende. Ihr Lieben, wir freuen uns auf nächste Woche. Haut rein, genießt euren Sonntag oder wann auch immer ihr das hört und haut rein. Tschüssi. Seifengrüß. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke. Die anderen Social Media Kanäle findest du hier. Ja, und andere Videos werden dir hier auch irgendwo eingeblendet. Solltest du allerdings nicht nur für dich Infos suchen, sondern diese Infos auch an andere weitergeben wollen, dann guck mal auf www.starkauchohnemuckis.de vorbei. Wir begleiten dich dabei, Kinder zu stärken. Nebenberuflich oder hauptberuflich. Du lernst von uns alles, was du brauchst, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Lass uns gemeinsam dafür antreten, Mobbing in 3 Generationen aus dieser Gesellschaft zu verbannen. Lass uns mehr Liebe in die Welt hineinziehen, denn das ist bitter nötig. Sprich mit unseren Ausbildungsberatern, schau dir die Webseite an, starkauchohnemuckis.de.